Campo Bahia, das offizielle Hotel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien, ist fertig. Rechtzeitig zum Einzug des ersten Gasts, der Nationalelf. Die letzten Arbeiten sind abgeschlossen. Also ich hatte ja nie Bedenken gehabt, dass wir hier rechtzeitig fertig werden, obwohl es ein straffes Zeitprogramm war. Aber das ist ein Herzensprojekt von uns von Anfang an gewesen. So haben wir sehr viel Energie hineingesteckt, viele Leute, helfende, fleißige Hände an der Seite gehabt. Wohlfühlklima direkt an der brasilianischen Küste. 14 stilvoll eingerichtete Villen, eine großzügige offene Lounge im Zentrum und ein Pool mit eigener WM-Bar warten auf die Gäste. Die Inspiration kam durch die wunderbaren Handwerker und die Materialien, die man hier vorfindet vor Ort. Also ich habe mich erst mal auf die Reise begeben, hier ins Auto gesetzt und die ganzen Gewerke abgeklappert. Bin da auf wunderbare Korbmacher gestoßen, die meine Ideen wunderbar umgesetzt haben. Wir haben gemeinsam etwas entwickelt, zum Beispiel mit der Schreinerin, die auch Künstlerin ist, die jeden Schrank individuell anfertigt. Es gibt keinen Schrank zweimal. Und die auch alles von Hand bemalt. Und im Grunde können die Gäste wird eine wunderbare, entspannte Atmosphäre in einem tollen Naturressort erwarten. Catch your dream. Der Spirit des Campo Bahia in jeder Villa spürbar. Die Kombination aus einheimischen Gewerken, die in Handarbeit geschaffen wurden, Indianerkunst und neuen Klassikern Brasiliens, die sich in diese einzigartige Umgebung einfügen, schaffen ein unvergleichliches Ambiente. Campo Bahia, das einzigartige Naturressort, wird auch zur interkulturellen Begegnungsstätte. 7 brasilianische und 7 deutsche Künstler wurden gebeten, Werke für die Gebäude und das Areal zu schaffen, die sich mit Fragen kultureller und gesellschaftlicher Identitäten auseinandersetzen. Schon die indianische Urbevölkerung hatte in dieser geschichtsträchtigen Region Kunst in Form von Bildern und Skulpturen gemacht. Die Kunst wird spielerisch sein. Und wird ein bisschen auch diesen Alltagstrott wegzaubern. Mit der international renommierten Achenbach Art Consulting um Helge Achenbach wurde in Campo Bahia ein nachhaltiges Kunstprojekt geschaffen, das noch viele zukünftige Gäste und Besucher begeistern wird. Nur wenige Minuten entfernt vom Basecamp der Deutschen entstand der Trainingsplatz. Sorgfältig geplant unter der Leitung von Deutschlands Rasenexperten Rainer Ernst. Grundsätzlich sind die Stadien auf der ganzen Welt, oder es wird versucht, die von Nord auf Süd zu legen. Und das sind sie auch hier in Brasilien. Und wenn in Recife und in Salvador um 13 Uhr gespielt wird, dann sollte schon auch die Mannschaft dieses Gefühl haben, genauso wie es um 13 Uhr auch in den Stadien ist und nicht in der falschen Richtung dann laufen. Das ist eine Kleinigkeit, aber die ist schon sehr wichtig, um einfach den Sonnenstand so zu haben, wie er tatsächlich sich darstellt. Um den speziellen Klimabedingungen in Brasilien gerecht zu werden, wurde eine spezielle, strapazierfähige Grasmischung gesät, die dem Team konstante und beste Trainingsbedingungen ermöglicht. Die Vorfreude auf die Deutschen ist hier schon riesig. Doch auch während des Turniers wird diese Begeisterung für die Nationalelf spürbar sein. Nicht zuletzt durch die einzigartige Videoskulptur, die WM-Bar von Klaus Föttinger und Andreas Gurski. Es wird so sein, dass diese Monitore auf der Bar, wo sich etwa 5000 historische WM-Fotos befinden, ergänzt werden durch persönliche Momentaufnahmen von den Smartphone-Fotos der Spieler und die sozusagen in Echtzeit ihre eigene Bar gestalten können. Aber auch über die Fanseite vom DFB werden uns pro Tag die 50 meistgelikten Fotos der Fans geschickt, die wir dann posten in ihrem Auftrag und hoffen, dass sich somit das Kunstwerk vergrößert und insgesamt zur guten Stimmung von unserer Mannschaft beiträgt. Das wunderschöne Campo Bahia ist rechtzeitig fertig und jetzt geht es nur noch Daumen drücken, dass die Mannschaft gut spielt.